Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung Arbeitsrecht in Zeiten von Corona. Das Virus hat ja unser Leben sehr schön durcheinandergewirbelt, vor allem auch am Arbeitsplatz. Es stellen sich heute zum Teil Fragen, die es so bisher noch nicht gegeben haben. Ich bin eben, wie Herr Balz schon gesagt hat, seit über 30 Jahren in der Arbeitsrechtsberatung tätig und solche eine vergleichbare Situation hatte ich noch nie. Das heißt natürlich auch, dass unsere Gesetze nicht wirklich auf so eine Pandemie zugeschnitten sind und dass es immer wieder mal Situationen gibt, wo auch die Juristen sich uneinig sind. Was gilt jetzt in diesem speziellen Fall? Sie kennen ja vielleicht den Spruch, zwei Juristen, drei Meinungen. Also wir werden noch eine ganze Weile damit leben müssen, dass gewisse Konstellationen nicht wirklich geklärt sind, was jetzt rechtlich gilt, zumindest solange es keine Gerichtsurteile gibt. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte Sie jetzt nicht ermuntern, wegen irgendwelchen Meinungsverschiedenheiten mit dem Arbeitgeber gleich vor Gericht zu gehen. Das ist nicht die Meinung. Wir leben ja jetzt in einer Ausnahmesituation. Wir sind alle gleichermaßen betroffen. Es kann niemand etwas dafür, weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer. Also lohnt es sich hier flexibel zu sein, miteinander zu reden, nach Lösungen zu suchen und auch mal Kompromisse einzugehen. Aber natürlich kann es nichts schaden, wenn man sich auf Diskussionen einlässt, zu wissen, auf was man sich berufen kann und was rechtlich gilt. Und deswegen schauen wir jetzt ein paar typische Fragestellungen an. Paragraphen und Arbeitsrecht, das ist ja immer so etwas, eine bisschen trockene Angelegenheit. Darum werden wir jetzt vier Freunden begegnen, die sich beim Apéro treffen. Und diese vier Freunde haben sich lange nicht gesehen und erzählen sich jetzt ihre Sorgen, die sie im Zusammenhang mit Corona am Arbeitsplatz haben. Wir haben links Sarah. Sie ärgert sich darüber, dass sie Minusstunden nacharbeiten soll, für die sie gar nichts dafür kann. Reto gleich neben ihr, der hat Fragen zur Kurzarbeit. Dann kommen wir zu Lea. Sie hat Ärger mit ihrem Arbeitgeber wegen der Ferien in diesem Jahr. Das ist eine spezielle Situation. Und Benno am Schluss möchte noch wissen, was eigentlich im Homeoffice gilt. Okay, wir schauen uns jetzt das mal im Einzelnen an. Kommen wir zu Sarah. Sarah arbeitet in einem Dienstleistungsbetrieb und in den letzten Monaten ist es immer wieder mal vorgekommen, dass es nicht genügend Arbeit gab. Der Arbeitgeber hat dann von ihr verlangt, dass sie ihre Überstunden einzieht. Sie war gar nicht begeistert, sie hätte die lieber ausbezahlt gehabt. Und die Überstunden haben natürlich auch nicht gereicht, um den Arbeitseinbruch auszugleichen. Sie hat dann eben Minusstunden gehabt auf ihrer Zeiterfassung und der Arbeitgeber verlangt nur, dass sie die nacharbeitet, sonst würde er ihr die vom Lohn abziehen. Okay, schauen wir uns diese Fragen näher an. Ich habe sie Ihnen nochmal zusammengefasst, was jetzt genau die Fragen von Sarah sind. Kann der Arbeitgeber verlangen, dass man Überstunden einzieht, wenn es zu wenig zu tun gibt? Darf er verlangen, dass man Minusstunden nacharbeitet und kann er allfällige Minusstunden vom Lohn abziehen? Es gibt tatsächlich, wenn wir mal beim Thema Überstunden bleiben, einen Gesetzesartikel, der sich zur Entschädigung von Überstunden äußert. Sie können diesen Gesetzesartikel nachlesen, wenn Sie möchten. Ich habe Ihnen genau angegeben, wo er steht für Obligationenrecht. In diesem Artikel heißt es, dass Überstunden durch Freizeit von gleicher Dauer kompensiert werden können, sofern der Arbeitnehmer damit einverstanden ist. Wie kommt diese zeitliche Kompensation nicht zustande, sind die Überstunden mit einem Lohnzuschlag von 25% zu entschädigen. Aber, und jetzt kommt die große Einschränkung, das Gesetz erlaubt ausdrücklich eine andere schriftliche Abmachung. Also wörtlich steht im Gesetz, das oben Gesagte gilt, wenn nichts anderes schriftlich verabredet ist. Das kann natürlich sein, dass in einem Vertrag steht, ja, Überstunden werden nicht ausbezahlt, sondern nur durch Freizeit abgegolten oder sie werden zwar ausbezahlt, aber ohne Zuschlag von 25% oder es könnte sogar darin stehen, dass Überstunden bereits im Lohn inbegriffen sind. Was heißt das jetzt für Sarah? Sie muss also prüfen, was in ihrem Vertrag bezüglich Überstunden steht und was dort schriftlich vereinbart wurde, das gilt. Steht nichts im Vertrag, gilt das Gesetz und dann kann Sarah die Auszahlung der Überstunden samt Zuschlag verlangen.
Aber eben Corona, eine spezielle Situation. Es gibt auch ein Gesetz, das festlegt, dass Arbeitnehmende gegenüber ihrem Arbeitgeber eine Treuepflicht haben, also seine berechtigten Interessen wahren sollen. Und wenn nun ein Arbeitgeber wegen Corona in einer unverschuldeten Notlage befindet, würde ich meinen, kann von Angestellten erwartet werden, dass sie nicht auf stur schalten, sondern Hand bieten zu einer gütlichen Lösung und eben auch sich bereit erklären, vorhandene Überstunden abzubauen. Aber Sarah hat ja nicht nur das Problem mit den Überstunden, sondern eben auch mit den Minusstunden, die sie nacharbeiten soll. Auch hierzu gibt es eine gesetzliche Regelung. Und ich möchte hier betonen, wir sprechen von Minusstunden, die der Arbeitnehmer nicht selber verschuldet hat. Also wenn ich früher heimgehe oder blau mache oder so weiter und darum ins Minus falle, muss ich das selbstverständlich nacharbeiten. Hier geht es um die Minusstunden, die eigentlich in den Verantwortungsbereich des Arbeitgebers fallen. Und zwar steht im Gesetz, kann der Arbeitgeber nicht genügend Arbeit zuweisen oder lässt er die Angestellten aus anderen Gründen nicht arbeiten, haben diese trotzdem den vertraglichen Lohn weiterhin zugute. Also eine Lohnkürzung wäre nicht zulässig. Die Arbeitnehmenden müssen die ausgefallene Zeit auch nicht nacharbeiten und sie dürfen auch nicht von den Ferien abgezogen werden. Eine kleine Einschränkung gibt es noch, wenn es nicht genügend vertragskonforme Arbeit gibt, sind Angestellte verpflichtet, eine zumutbare Ersatzarbeit, sofern es so etwas anzunehmen, und wenn Sie Einsparungen haben für den Arbeitsweg und so weiter, dann könnte der Arbeitgeber das vom Lohn abziehen. Also gemeint ist zum Beispiel, wenn Sie viel Kundenkontakt hatten und dann ja kommen keine Kunden mehr wegen Corona, aber im Backoffice gäbe es schon noch was zu tun, dass Sie dann eben bereit sind, dort mit anzupacken. Auch hier wieder das Fazit. Also grundsätzlich kann sich Sarah weigern, Minusstunden, die sie nicht selbst verschuldet hat, nachzuarbeiten. Und auch die Lohnabzüge, habe ich schon gesagt, würde sie nicht akzeptieren. Es ist allerdings rechtlich umstritten, ob jetzt in dieser Corona-Ausnahmesituation der Arbeitgeber wirklich in jedem Fall ganz allein das Risiko tragen muss. Also nehmen wir an, eine Firma wird auf behördliche Anweisung muss schließen und es kann überhaupt nicht mehr gearbeitet werden. Ist es dann wirklich der Arbeitgeber, der das ganze Risiko trägt? Da liest man unterschiedliche Kommentare von den Fachleuten. Ein Gerichtsentscheid gibt es natürlich auch hier noch nicht. Und auch da muss man sehen, dass man vielleicht Lösungen findet. Ich meine jetzt nicht, dass Arbeitnehmende da im großen Rahmen auf Lohn verzichten sollten, aber eben, man kann Überstunden abbauen. Vielleicht sagt man sich, naja, ich habe noch Ferien vom letzten Jahr, die nehme ich jetzt halt, oder eben, ich arbeite in einer anderen Abteilung, wenn es hier, wo ich arbeite, nichts mehr gibt. Und eine Lösung gibt es ja auch noch bei wesentlichen Arbeitseinbußen. Und hier kommt Reto ins Spiel. Er hat sich da angehört, was Sarah erzählt hat und findet, ja, aber Moment, für sowas gibt es doch Kurzarbeit. Und er hat da auch gleich ein paar Fragen dazu. Was ist jetzt passiert? Also, das sind Retos Fragen. Hätte Sarahs Arbeitgeber jetzt in dieser Situation Kurzarbeit eingeben müssen? Und welche Regeln gelten bei Kurzarbeit? Das so genau weiß er das nicht. Er hat zwar viel davon gehört, aber es nimmt ihn schon mal Wunder, was da genau gilt. Und noch etwas beschäftigt ihn sehr. Er hat einen Kollegen, der mehrere Monate Kurzarbeit hatte und am Schluss hat ihm der Arbeitgeber dann doch noch gekündigt. Und Reto dachte, das sei nicht zulässig. Also das will er auch wissen. Was gilt da? Auch hier wieder die maßgebenden Rechtsgrundlagen, die sind im Arbeitslosenversicherungsgesetz samt Verordnung geregelt. Kurzarbeit ist eine wirtschaftlich bedingte, unvermeidbare und vorübergehende Reduktion der vertraglichen Arbeitszeit um mindestens 10%. Das kann alle Arbeitnehmenden einer Unternehmung betreffen, es kann eine Abteilung oder auch nur einzelne Arbeitnehmer betreffen. Es kann auch sein, dass ein Betrieb völlig schließt und gar nicht mehr arbeitet eine gewisse Zeit. Das alles kann unter Kurzarbeit fallen. Es ist der Arbeitgeber, der die Kurzarbeit beantragen muss. Und zwar 10 Tage im Voraus. Diese 10-Tage-Regelung war eine gewisse Zeit im Frühjahr aufgehoben und gilt jetzt wieder. Also man muss vorausschauend handeln. Wird die
Kurzarbeit gut, also bewilligt, dann bekommen die betroffenen Angestellten von der Arbeitslosenversicherung 80% des versicherten Verdienstausfalls. Es gibt eine Obergrenze, wie Sie hier sehen, für sehr gut verdienende Leute. Aber grundsätzlich ist das eben 80% des Verdienstausfalls. Nehmen wir an, Sie arbeiten normalerweise 100%. Jetzt können Sie wegen Corona nur noch 50% arbeiten, dann bekommen Sie für diese 50%, die Sie arbeiten, den vollen Lohn. Für die anderen 50% bekommen Sie eben 80% des Verdienstausfalls. Wichtig ist, Angestellte müssen mit der Kurzarbeit einverstanden sein. Sie können also sagen, nein, will ich nicht. Dann muss Ihnen der Arbeitgeber 100% des Lohnes bezahlen. Das Problem dabei ist natürlich, wenn er dann sagt, ja, aber tut mir leid, unter diesen Umständen kann ich mir das nicht mehr leisten, dann könnte er kündigen. Also Kurzarbeit zu verweigern ist in der Regel keine gute Idee. Zweck der Kurzarbeit ist die Erhaltung der Arbeitsplätze. Also es soll ja darum gehen, dass die Leute dann da weiterarbeiten können, wenn eine Krise vorbei ist. Deswegen habe ich vorher gesagt, eine vorübergehende Reduktion. Für bereits gekündigte Angestellte ist Kurzarbeit daher nicht möglich und auch nicht für Personen, die befristet angestellt sind, so zum Beispiel auch Lernende. Auch diese Regel der befristet Angestellten, auch da gab es eine Ausnahmeregelung während des Lockdowns, aber die ist auch wieder aufgehoben worden. Keine Kurzarbeit ist ein Arbeitsausfall, der zum üblichen Betriebsrisiko gehört. Also typische saisonale Schwankungen. Ich denke da beispielsweise an einen Gartenbaubetrieb, der ganz genau weiß, im Winter haben wir nicht so viel zu tun. Dann kann der nicht jedes Jahr Kurzarbeit eingeben, sondern er muss das anders organisieren, weil er weiß ja, das ist regelmäßig so der Fall. Ich habe vorher schon angedeutet, dass es Regelungen gab, die wegen Corona geändert wurden. Es gibt noch weitere Sonderregeln, die immer noch gelten. Ich habe Ihnen hier einen wichtigsten zusammengefasst, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Kurzarbeitsentschädigung gibt es im Moment nicht nur bei wirtschaftlichen Problemen, sondern eben auch bei Arbeitsausfällen aufgrund behördlicher Maßnahmen. Also wenn Betriebe schließen müssen, Abriegelung von Städten, wenn so etwas passieren würde. Ausnahmsweise haben auch Arbeitnehmende, die auf Abruf angestellt sind, aber unbefristet, Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung. Normalerweise gibt es Kurzarbeitsentschädigung während höchstens 12 Monaten. Wegen Corona wurde das aber auf 18 Monate verlängert, also 1,5 Jahre. Grundsätzlich ist es so, dass man zuerst seine Überstunden, also die Arbeitnehmenden, die Kurzarbeitsentschädigung bekommen sollen, müssen zuerst ihre Überstunden abbauen, bevor es Kurzarbeitsentschädigung gibt. Auch hier gibt es eine Ausnahmeregelung bis Ende Dezember. Also wenn wir jetzt an Sarah denken, die ja über Überstunden einziehen musste, falls der Arbeitgeber Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung hätte geltend machen können, wäre es also nicht nötig gewesen, dass sie Überstunden vorher bezieht. Sie sehen es, die Regeln bezüglich Kurzarbeit ändern immer wieder mal aufgrund der aktuellen Situation. Es kann sein, dass in den nächsten Tagen, Wochen wieder irgendetwas Neues entschieden wird. Wenn Sie sich informieren möchten, was aktuell gilt und auch weitere Details zum Thema Kurzarbeit wissen möchten, finden Sie das unter arbeit.swiss. Diese Seite ist sehr nutzerfreundlich aufgebaut, sehr einfach verständlich. Finden auch Fragen und Antworten zu typischen Fällen. Also ist eine gute Möglichkeit, sich hier zu informieren. Schauen wir nochmal das Fazit an, also die Antwort auf Retos Fragen. Sarahs Chef hätte Kurzarbeit beantragen können, sofern die Voraussetzungen, die ich geschrieben habe, erfüllt waren. Er ist aber nicht verpflichtet. Er kann darauf verzichten und wenn er das nicht macht, also wenn er keine Kurzarbeit anmeldet, obwohl er das hätte tun können, dann muss er seinen Angestellten den vollen Lohn bezahlen, auch wenn es nicht genug Arbeit gibt. Und noch zur Frage, kann man während der Kurzarbeit kündigen? Also verboten ist das nicht. Aber wie wir vorher gesagt haben, Ziel der Kurzarbeit ist die Erhaltung der Arbeitsplätze, das fällt jetzt weg. Und deshalb hat der oder die Betreffende nach der Kündigung dann Anspruch auf den vollen Lohn. Viele
Rechtsexperten stellen sich auch auf den Standpunkt, dass man auch rückwirkend, also von Beginn der Kurzarbeit an, den vollen Lohn verlangen kann. Denn man hat ja seinerzeit die Zustimmung gegeben, in der Hoffnung, den Arbeitsplatz erhalten zu können. Und diese Hoffnung ist jetzt enttäuscht worden. Deswegen hätte man Anspruch auf den vollen Lohn seit Beginn der Kurzarbeit. Kommen wir zu Lea. Sie hat dieses ganze Gespräch über Kurzarbeit etwas langweilig gefunden. Sie hat ein ganz anderes Problem. Und zwar wäre sie gern mit ihrem Freund im Mai in die USA verreist. Aber das war nicht möglich wegen der Grenzschließungen. Sie ist dann zu ihrem Arbeitgeber gegangen und hat gesagt, sie würde die Ferien gerne verschieben, weil sie ja nicht verreisen könne. Der Arbeitgeber war nicht einverstanden. Sie saß dann 2 Wochen ziemlich frustriert zu Hause, hat sich dann gedacht, okay, im 2020 nehme ich meine Restferien nicht mehr, ich verschiebe das alles aufs nächste Jahr. Und auch da hat der Arbeitgeber schwierig getan. Er hat verlangt, dass sie jetzt bis Ende Jahr ihre Ferien bezieht und hat gleichzeitig gesagt, er wolle dann nicht, dass sie ins Ausland geht, weil sonst müsse sie womöglich noch in die Ferien. Lea findet das alles unmöglich und fragt sich, ja, was habe ich eigentlich für Rechte im Zusammenhang mit den Ferien und wie ist das mit dieser Quarantäne? Also hier habe ich auch nochmal die Fragen kurz zusammengefasst. Hätte der Arbeitgeber eine Verschiebung der Ferien akzeptieren müssen unter diesen speziellen Umständen? Darf sie die Ferien ins nächste Jahr übernehmen? Kann ihr der Arbeitgeber vorschreiben, in welche Länder sie reist? Und was gilt, wenn sie nach den Ferien in Quarantäne müsste? Zum Thema Ferienzeitpunkt gibt es auch gesetzliche Regelungen. Der Grundsatz ist, der Arbeitgeber bestimmt den Zeitpunkt der Ferien. Er muss aber auf die Wünsche der Arbeitnehmenden Rücksicht nehmen, und zwar so weit, dass eben mit den Interessen des Betriebes vereinbar ist. Aber er hat schlussendlich das letzte Wort. Es gibt auch eine Bestimmung, dass Ferien in der Regel im Verlauf des betreffenden Dienstjahres zu gewähren sind. Also in der Regel heißt es, es gibt Ausnahmen. 2 Wochen müssen zusammenhängend gewährt werden und Ferien sollten etwa 2 bis 3 Monate im Voraus zugewiesen werden, damit eine vernünftige Planung möglich ist. Also kurzfristige Ferienzuweisung von heute auf morgen, zum Beispiel auch, weil es nicht genügend Arbeit gibt, das wäre auch nicht zulässig. Zur Quarantäne, das sind ja Sonderregeln, die jetzt im Moment gelten. Allerdings nicht mehr ganz so akut das Problem, da ja die Risikogebiete jetzt ziemlich zusammengeschrumpft sind, nachdem es in der Schweiz auch nicht mehr so gut aussieht. Meines Wissens sind noch 4 Länder auf dieser Risikoliste plus ein Teil von Frankreich. Also Leute, die aus solchen Gebieten nach den Ferien zurückkehren, müssen 10 Tage in Quarantäne. Auch da habe ich Ihnen einen Link angegeben, wo Sie nähere Informationen finden. Die Betroffenen müssen sich innerhalb 2 Tagen bei der kantonalen Behörde melden und die ordnet dann die Quarantäne an. Wenn man während der Quarantäne nicht arbeiten kann, also kein Homeoffice zum Beispiel möglich ist, besteht Anspruch auf Erwerbsersatz. Das sind Zahlungen aus der EU-Kasse. Zwar sind die gleich hoch wie im Falle des Mutterschaftsurlaubes, also 80% des Lohnes, höchstens aber 196 Franken pro Tag. Diese Corona-Erwerbsersatz bekommt man nicht nur bei Quarantäne nach den Ferien, sondern auch bei anderer Quarantäne, wenn man Kontakt hatte mit einer Person, die positiv getestet wurde, oder auch Eltern, die wegen der Kinderbetreuung, die wegfällt, zum Beispiel die Kita schließt, auch diese Eltern haben Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz. Die genauen Details finden Sie auf der Seite des Bundesamtes für Sozialversicherungen, auch sehr ausführlich alles erklärt mit Merkblättern, also da kann man alles nachlesen. Jetzt zurück zu den Ferien. Hier kommt natürlich das große Achtung. Oder wer aus einem Land kommt, das schon vor der Abreise auf der Risikoliste des BAG stand, hat keinen Anspruch auf Lohnersatz. Also wenn Sie abreisen, Sie wissen ganz genau, dieses Land ist auf der Liste oder es gibt Vorankündigungen, Sie müssen damit rechnen, das wird in den nächsten Tagen auf die Liste kommen, dann verlieren Sie diesen Anspruch. Wenn Sie aber abreisen und erst während der Ferien plötzlich kommt dieses Land auf die Risikoliste, dann besteht der Anspruch.
Vielleicht noch kurz ein Hinweis, wenn jemand tatsächlich krank wird, also Symptome hat, nicht arbeiten kann deswegen und so weiter, dann gibt es natürlich eine Lohnfortzahlung bei Krankheit, so wie es in Ihrem Arbeitsvertrag geregelt ist. Schauen wir nochmal das Fazit an. Was heißt das jetzt alles für Lea? Also der Arbeitgeber hat bei der Ferienzuteilung das letzte Wort. Er durfte die Ferienverschiebung ablehnen. Zweck der Ferien ist, dass man sich erholt, und erholen kann man sich auch in der Schweiz. Also es ist nicht so, dass man jetzt immer verlangen kann, dass man die Reise, die man ursprünglich geplant hat, oder die Sportart, die man ursprünglich ausüben konnte, dass das eben klappt, sondern erholen kann man sich auch auf andere Weise. Auch mit dem Verschieben der Restferien ins nächste Jahr muss der Arbeitgeber einverstanden sein. Das sollte die Ausnahme bleiben, weil in der Regel sollte man die Ferien immer wieder vorzunehmen. Was der Arbeitgeber aber nicht darf, das ist den Angestellten einfach vorzuschreiben, wohin sie gehen. Er kann höchstens eine Empfehlung aussprechen. Was Arbeitnehmende in der Freizeit machen, geht den Arbeitgeber grundsätzlich nichts an. Und nochmals, also was ich bereits gesagt habe, also wenn Lea in ein Land reist, das bereits bei ihrer Abreise Risikogebiet ist, dann würde ihre Lohnzahlungspflicht, also die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers entfallen, und es besteht auch kein Anspruch auf EO-Leistungen. Hier meldet sich Benno zu Wort. Er denkt, ja, Quarantäne würde mir eigentlich nichts ausmachen. Ich kann ja im Homeoffice arbeiten. Aber auch hier hat er gewisse Fragen, weil so ganz genau weiß er nicht, was im Homeoffice gilt. Er findet es auch nicht immer ganz einfach, dieses Homeoffice. Und ja, jetzt sind wir wieder nicht am richtigen Ort. So, plötzlich, komisch, aber auch die Technik. So, jetzt sind wir am richtigen Ort. Also, Benno möchte wissen, welche Regeln im Homeoffice gelten. Er möchte auch wissen, ob ein Arbeitnehmer verlangen kann, im Homeoffice zu arbeiten. Er hat gehört, der Bundesrat hat doch gesagt, man soll im Homeoffice arbeiten, da kann man das doch verlangen, oder? Und was ist mit den Kosten? Wenn er da am Küchentisch arbeitet, viel Platz braucht und so weiter, müsste ihm der Arbeitgeber da nicht eine Entschädigung zahlen? Schauen wir uns das auch noch näher an. Gesetzesartikel, die sich ganz klar zum Thema Homeoffice äußern, so gibt es nicht. Also das ist gesetzlich nicht geregelt, das ist grundsätzlich freiwillig. Es empfiehlt sich daher, wenn man im Homeoffice arbeitet, dass man mit dem Arbeitgeber genau abmacht, was gilt. Und offene Fragen vorher klärt, damit die Sache eindeutig ist. Aber es gibt schon gewisse Gesetzesbestimmungen, auf die man sich sinngemäß berufen kann. Zum Beispiel haben wir das Arbeitsgesetz, das äußert sich zu Arbeits- und Ruhezeiten, auch zu Pausen und so weiter. Und diese Regeln gelten auch im Homeoffice. Also da ist kein Unterschied, ob ich jetzt im Büro arbeite oder daheim. Was die Kosten betrifft oder die Geräte, da gibt es auch Bestimmungen. Üblicherweise werden Arbeitsgeräte, Material und so weiter vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Falls man aber jetzt in dieser Ausnahmesituation jetzt mit dem eigenen Laptop zum Beispiel zu Hause arbeitet oder andere eigene Geräte benutzt, dann müsste man angemessen dafür entschädigt werden, außer es wurde etwas anderes vereinbart. Also eine andere Vereinbarung wäre an sich möglich. Wenn zusätzlich durch die Arbeit zu Hause zusätzliche Kosten entstehen, die man nicht vermeiden kann, zum Beispiel für Telefonanrufe vom eigenen Festnetz aus oder Druckerpapier, das man für den Arbeitgeber benötigt, dann kann man eine Spesenabrechnung machen und das muss vom Arbeitgeber dann bezahlt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der auch eine Rolle spielt im Zusammenhang mit dem Homeoffice, das wäre die Verpflichtung des Arbeitgebers, die Gesundheit der Angestellten zu schützen und dafür notwendige Maßnahmen zu treffen. Das gilt am Arbeitsplatz, aber eben auch im Homeoffice. Ist das ein Thema? Und dann gibt es noch einen interessanten Bundesgerichtsentscheid. Der ist allerdings vor Corona noch gefällt worden. In einem konkreten Fall hat der Arbeitgeber entschieden, dass ein Mann, der unfreiwillig im Homeoffice arbeitete, der also gar keine andere Wahl hatte, denn der Arbeitgeber stellte ihm keinen Arbeitsplatz zur Verfügung im Betrieb,
dem wurde eine Entschädigung an die Wohnkosten zugesprochen. Aber wie gesagt, ein Entscheid, der noch vor Corona gefällt wurde. Was gilt jetzt speziell noch im Zusammenhang mit Corona? Der Bundesrat empfiehlt Homeoffice, das seit dem 18. Oktober. Die Empfehlung war schon im Frühjahr die gleiche. Eine Pflicht besteht jedoch nicht. Vielleicht kommt das noch, aber im Moment besteht keine Pflicht. Im Interesse des Gesundheitsschutzes, das habe ich ja vorher erwähnt, der Arbeitgeber ist für den Gesundheitsschutz verantwortlich, könnte der Arbeitgeber Homeoffice einseitig anordnen, wenn er den Gesundheitsschutz im Betrieb nicht garantieren kann. Ist das Homeoffice nicht möglich oder will er das nicht, dass die Leute im Homeoffice arbeiten, dann muss der Arbeitgeber ein Schutzkonzept erstellen und die Hygiene- und Abstandsvorschriften am Arbeitsplatz einhalten. Und wo sich der Abstand nicht einhalten lässt, gilt Maskenpflicht. Wenn Sie jetzt den Eindruck haben, ja, aber mein Arbeitgeber schaut nicht wirklich, dem ist das ein bisschen egal, da werden die Regeln nicht so sauber eingehalten, dann sollte man ihn darauf ansprechen, ihn mahnen, vielleicht sogar schriftlich. Und wenn das alles nichts nützt, kann man sich ans kantonale Arbeitsinspektorat wenden. Die Adresse finden Sie auch im Internet problemlos. Das Arbeitsinspektorat wacht über die Einhaltung der Gesundheitsvorschriften, der Arbeits- und Ruhezeiten. Also da kann man sich hinwenden und die müssen auch aktiv werden, wenn sie von einer Beschwerde erfahren. Ja, schauen wir uns auch hier noch, was heißt das jetzt in Bezug auf die Fragen, die Benno gestellt hat. Grundsätzlich die gleichen Regeln im Homeoffice wie bei Arbeit im Betrieb insbesondere. Die Trennung zwischen Arbeits- und Freizeit sollte klar sein. Also es ist nicht okay, wenn Sie dann plötzlich abends um 10 noch ein dringendes Mail beantworten müssen oder am Wochenende irgendwie da eine kurze Besprechung angesagt wird. Also man sollte genauso wissen, wann man die Arbeit beenden kann und dann Freizeit hat. Wie ich schon gesagt habe, es sollten möglichst viele Leute heutzutage im Homeoffice arbeiten, einen Anspruch darauf gibt es aber nicht. Auch die Kosten, habe ich schon gesagt, eben zusätzliche Kosten, die ganz klar entstehen, indem ich zu Hause arbeite, die sind zu ersetzen vom Arbeitgeber. Mit der Infrastruktur, Arbeitszimmer und so weiter, inwieweit da eine Entschädigung geschuldet ist, da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, aber die Mehrheit der Experten tendiert schon dazu, dass der Arbeitgeber hier eine Entschädigung zahlen sollte. Und viele Firmen tun das auch und zahlen von sich aus eine Pauschale. Ich habe Ihnen hier noch ein paar Links zusammengestellt. Sie bekommen ja dann die Präsentation und können da allenfalls sich das dann genauer anschauen. Also wenn Sie noch weitere Fragen haben zum Thema Corona, können Sie hier Informationen finden und auch auf den Websites der einzelnen Kantone finden Sie ganz viele Informationen, Merkblätter und so weiter. Also das ist eigentlich gut aufgearbeitet. Ja, unsere vier Freunde haben mittlerweile genug vom Thema Corona und wenden sich anderen Themen zu und ich bin jetzt bereit für Ihre Fragen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wunderbar. Herzlichen Dank, Imtraut, für diese Ausführungen. Wir haben eine erste Frage im Chat und zwar zum Thema Homeoffice. Welchen Betrag siehst du als übliche Entschädigung für jemanden im Homeoffice an? Also als Pauschalspesen pro Monat. Ich nehme an, es geht eben darum, Drucker, Strom, Laptop amortisieren, was da auch immer darunter fallen könnte. Also in diesem Entscheid, den ich erwähnt habe, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich es richtig im Kopf habe, aber ich glaube, es waren 150 Franken pro Monat, die da zugesprochen wurden. Aber es kommt natürlich schon auch auf die Situation an. Also ja, ob jemand wirklich viel Platz braucht für die Arbeit, ob das am Küchentisch möglich ist, wie sehr die Familie eingeschränkt ist. Also ich würde mir mal überlegen, ja, was hat man, ja, wie viel Strom zahle ich, wie viel Zimmer habe ich, wie ist die Miete? Also man versucht zu schätzen und dann verhandelt. Aber eine genaue Zahl kann ich jetzt nicht nennen. Es kommt schon sehr auch auf die Situation drauf an.
Okay, vielen Dank. Bisher ist das die einzige Frage im Chat. Vielleicht können wir uns kurz den Fragen zuwenden, die vorgängig eingetroffen sind. Was gilt, wenn ich Ferien geplant habe und plötzlich in Quarantäne muss? Kann ich diese Ferien nachholen? Das ist eine sehr interessante Frage, die auch nicht bis ins Letzte geklärt ist. Nicht, ich habe vorher gesagt, Ferien müssen der Erholung dienen. Und man kann jetzt sagen, ja gut, erholen kann ich mich auch, wenn ich zu Hause bleiben muss. Ich kann die Füße hochlegen, ein Buch lesen, Netflix schauen und so weiter. Aber man ist doch sehr eingeschränkt, wenn man zu Hause bleiben muss. Und kürzlich hat sich ein Professor für Arbeitsrecht in dem Sinne geäußert und das leuchtet mir eigentlich auch sehr ein, das zum Erholungszweck eben auch gehört, dass man hinaus kann, dass man vielleicht Sport treiben kann, Leute treffen und so weiter. Also, dass man da, daher die Ferien, also die Quarantäne nicht als Ferien anrechnen darf. Eben ein Gerichtsurteil gibt es nicht, aber mir leuchtet eigentlich diese Haltung auch ein. Wichtig ist natürlich, wenn ich in Quarantäne muss während der Ferien und ich könnte von zu Hause aus arbeiten, dann würde ich mich beim Arbeitgeber melden und sage, ja, ich bin in Quarantäne, aber ich kann ja arbeiten. Und dann ist der Fall klar, dann hat man Homeoffice und erledigt seine Arbeit von zu Hause und bezieht die Ferien dann später. Okay, eine weitere Frage von Carlita. Erfolgt eine Beschwerde ans Arbeitsinspektorat anonym? Das kann man verlangen, ja. Man kann anonym hingehen und einfach die Situation schildern und sagen, dass es vertraulich behandelt werden soll. Das ist möglich. Vielen Dank. Fabienne möchte wissen, wenn ich in Quarantäne bin, muss ich zuerst meine Überstunden abbauen? Puh, das ist jetzt auch eine interessante Frage. Ich habe da noch, da kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts dazu sagen, müsste ich ein bisschen recherchieren, ob es dazu eine Meinung gibt. Wie gesagt, eben, wir haben keine Gerichtsurteile zu diesem Thema jetzt bisher, sodass, ja. Je nachdem, wenn es für den Arbeitgeber wirklich ein Problem bedeutet, nicht? Es gibt kleine Firmen, die schon große Probleme haben, wenn dann Leute ausfallen, weil sie in Quarantäne müssen, dass man da im Sinne der Flexibilität halt sagt, okay, ich nehme jetzt diese Überstunden, aber man das muss. Ich kann es nicht definitiv beantworten. Mhm, vielen Dank. Bei Hochschuldozenten gilt das Homeoffice aufgrund der Bekanntgabe des Bundesrates als angeordnet. Also ob das zutrifft, ist die Frage. Also Hochschuldozenten sind ja wahrscheinlich öffentlich-rechtlich angestellt und der Staat als Arbeitgeber kann natürlich noch eigene Regeln erlassen. Was ja noch ist, dass jetzt die bei Hochschulen die Vorlesungen oder die Lehrveranstaltungen online stattfinden müssen. Kein Unterricht mehr stattfindet, das läuft alles über Zoom oder solche Einrichtungen, wie wir jetzt gerade benutzen. Das könnte man schon so verstehen, ja. Entschuldigung, könntest du die letzten zwei, drei Sätze nochmal sagen? Du warst kurz mit dem Ton weg. Aha, also der Präsenzunterricht ist ja im Moment bei Hochschulen, Universitäten und so weiter nicht mehr möglich, sondern es muss alles digital stattfinden. Und wenn das könnte man natürlich schon so verstehen, das ist Teil von Homeoffice. Man ist nicht mehr vor Ort, sondern man macht die Vorlesungen, die ganzen Lehrveranstaltungen über Zoom oder andere Tools. Mhm. Die Bestimmung selbst, also das ist jetzt die Bestimmung, die bekannt gegeben wurde, nicht, dass jetzt dieser Präsenzunterricht nicht mehr stattfindet, aber ob es noch zusätzlich eine spezielle Regelung für Hochschuldozenten gibt, das kann man natürlich beim eigenen Arbeitgeber, bei der eigenen Universität erfragen, worauf stützen die sich sonst noch ab. Dann vielen Dank. Nathalie möchte wissen, ob der Arbeitgeber vorschreiben darf, dass die Kollegen sich außerhalb des Betriebes nicht treffen dürfen. Der Hintergrund: Homeoffice ist auf freiwilliger Basis und das Team wurde für 2 Wochen Homeoffice Office aufgeteilt, also Teamsplitting. Und sie wurde zu einer Geburtstagsfeier von einem Arbeitskollegen oder der anderen Hälfte eingeladen quasi. Grundsätzlich hat der Arbeitgeber kein Recht, ins Privatleben der Leute einzugreifen. Ich meine, man kann darüber reden, wenn es gute Gründe gibt. Es ist eine heikle Situation, dass man die Leute ersucht.
bittet, das nicht zu machen, aber verbieten kann er es meines Erachtens nicht. Das geht zu weit. Und es kann ja sein, dass man bei diesem Geburtstag dann die Abstandsvorschriften einhält oder dass das draußen stattfindet, aber das geht zu weit. Im Moment sehe ich keine aktuellen weiteren Fragen im Chat, deshalb noch eine aus der Reserve quasi. Kann ich während der Kurzarbeit Ferien beziehen? Das ist möglich. Vor allem, wenn diese Ferien ja schon geplant wurden, kann man die beziehen. Die Frage ist dann einfach, hat man während der Ferien 80%, also die übliche Kurzarbeitsentschädigung zugute, oder 100%? Und diese Frage ist auch nicht ganz eindeutig geklärt. Also meines Erachtens müssten es 100% sein, aber ich habe auch schon gehört, dass es dann eben nur die 80% gibt. Vielen Dank. Eine weitere Frage wäre, wenn ich einen Corona-Test gemacht habe, muss ich 2 Tage zu Hause bleiben, bis das Ergebnis da ist. Habe ich in dieser Zeit Anspruch auf Lohn? Hier kommt es darauf an, wenn das ein behördlich angeordneter Test war, also durch den Kantonsarzt oder so, dann hat man Anspruch auf diesen Erwerbsersatz, den ich schon erwähnt habe, und den kann man auch beantragen, also über die Seite der AHV. Ausgleichskassen ist ahv-iv.ch. Dort findet man auch Formulare, wo man diese EO-Leistungen beantragen kann. Wenn ich vom Arbeitgeber, also der Arbeitgeber von mir verlangt hat, dass ich den Test mache, dann müsste er den Lohn übernehmen. Und wenn ich ihn freiwillig mache, einfach so aus Interesse oder weil ich irgendwie einen Verdacht habe, dann, ja, dann kommt die EO nicht dafür auf und könnte höchstens, wenn ich krank bin oder wenn ich wirklich Symptome habe und deswegen nicht arbeiten kann, kann ich mich natürlich krank schreiben lassen in dieser Zeit. Ja. Aber sonst müsste man halt Überstunden einziehen oder allenfalls Ferien nehmen oder unbezahlt. Wenn ich Angst vor einer Ansteckung am Arbeitsplatz habe, was passiert, wenn ich die Arbeit verweigere? Also einfach so die Arbeit verweigern geht nicht. Wir haben ja gesagt, der Arbeitgeber ist für den Gesundheitsschutz zuständig und er muss dafür sorgen, dass man eben Abstand einhalten kann, dass die Hygienevorschriften erfüllt sind. Er muss, wenn möglich, Homeoffice ermöglichen, wenn das geht. Aber dass man einfach so zu Hause bleibt und sagt, ich arbeite nicht mehr, das geht nicht. Also da würde man wahrscheinlich verwarnt werden und wieder aufgefordert. Nur erst wenn der Arbeitgeber jetzt diese Gesundheitsvorschriften nicht erfüllt, dann könnte man sich wehren und allenfalls eben ans Arbeitsinspektorat gelangen oder mit dem Arbeitgeber verhandeln, dass er eben diese Abstände einhält und so weiter. Okay. Fabienne fragt, ich arbeite als Sozialarbeiterin, kann mein Arbeitgeber in der aktuellen Situation darauf bestehen, dass ich Klientengespräche durchführe? Ich nehme an, es geht darum, face-to-face. Geht nicht ganz klar aus der Frage hervor. Also ich weiß von vielen Sozialämtern, dass die das dann telefonisch machen. Wenn das absolut nicht geht, das müsste man dann halt schauen, ob man halt auch mit Abstand oder mit einer Plexiglaswand dazwischen oder irgendwie das so regelt. Aber auch hier müssten die Abstände eingehalten werden und die Hygienevorschriften. Also wenn immer möglich, würde ich sagen, versucht man es telefonisch zu machen oder allenfalls mit einem Videocall oder so. Okay, vielen Dank. Matthew Chasso fragt, kann ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter zwingen, während des Lockdowns ins Büro zu kommen, auch wenn er Homeoffice bieten könnte? Ja, das ist eben die Frage, hat man Anspruch auf Homeoffice, und so wie es im Moment ist das Ganze nur eine Empfehlung, es besteht kein Anspruch. Und wenn die Abstandsvorschriften, die Hygienevorschriften im Betrieb eingehalten werden können, dann kann der Arbeitgeber schon verlangen, dass man kommt, ins Büro kommt. Also es besteht kein Anspruch darauf, immer im Homeoffice arbeiten zu können. Okay. Vielen Dank. Stefan Holländer fragt, was ist die Referenz des Bundesgerichtsentscheids, des von Ihnen zitierten Entscheides mit dem teilweisen Zuschuss an die Wohnkosten? Er möchte wahrscheinlich quasi das Aktenzeichen des Bundesgerichts. Ja, kann ich nachliefern. Also wenn du den Teilnehmenden dann per Mail die Präsentation schickst, kann ich das noch nachliefern. Kann man das gleichzeitig auch schicken?
Wunderbar, vielen Dank. Carlita hat noch eine Frage gestellt, die ist nicht ganz vollständig. Sie schreibt, ein Lehrling hatte eventuell Kontakt zu einer positiven Person. Sein Test erfolgt jedoch erst in 4 Tagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es darum geht, dass man mit diesem Lehrling nicht zusammenarbeiten möchte und gezwungenermaßen soll oder kann, oder ob er zu Hause bleiben kann. Wie ist das, wenn ein Verdacht herrscht und man aber nicht sofort zum Test kann, weil im Moment die Tests... Ich habe ja vorher auf der Folie gezeigt, diesen Corona-Check, den man machen kann, um einmal zu sehen, muss ich einen Test machen oder nicht. Man kann sich natürlich auch bei der kantonalen Behörde, beim Kantonsarzt erkundigen und sagen, ja, ich hatte da Kontakt und dann, wenn man dann, können die Quarantäne anordnen und dann geht man in Quarantäne und bekommt dann auch den Erwerbsersatz. Okay, ich habe gerade gesehen, es ist ein bisschen weiter unten kam der zweite Teil der Frage. Der Lehrling bleibt für 4 Tage zu Hause, muss er Ferien dafür einziehen? Eben, wenn er sich bei der Behörde meldet und die das anordnet, dass er in Quarantäne muss, dann müsste er keine Ferien dran geben und das würde eben durch den Erwerbsersatz dann bezahlt. Wunderbar. Ich glaube, jetzt sind wir wieder durch mit den aktuellen Fragen im Chat. Und wenn ich auf die Zeit schaue, sind wir auch da schon sehr fortgeschritten. Ich denke, das ist von daher ein guter Moment, um abzuschließen. Liebe Imtraut, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ihnen allen anderen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte Sie noch kurz auf unser Feedback-Formular hinweisen. Wir freuen uns über jede Form der Rückmeldung. Wenn Sie eine QR-Code-fähige Kamera im Handy haben, dann können Sie direkt hier einen Screenshot machen oder respektive direkt durch diesen Link auf das Feedback-Formular gelangen. Ansonsten gerne über www.slido.com und dort unter dem Code #LearningLab2020D Ihre Reaktionen abgeben. Ich werde diese Folie auch mit dem Mail nochmal verschicken, respektive den Link zum Feedback-Formular. Gut, damit möchte ich dieses Webinar beschließen. Liebe Imtraut, nochmal herzlichen Dank und Ihnen allen einen angenehmen Abend und oder viele weitere spannende Sessions während der Schweizer Digitaltage. Auf Wiedersehen. Wiedersehen miteinander.